Bei diesem Vorstoß von Lützeburg an acht anderen EU-Mitgliedsländer gibt es direkt ein ganz Party von Problemen. Es gibt zum Beispiel das Problem von der automatischen Unerkennung von ausländischen Gerichtsurteilen. Du musst wissen, dass in verschiedenen Ländern der Unterhaltszahlungen gibt, Pension Alimentaire und andere gibt es keine. In Schweden gibt es das nicht, zum Beispiel. Du hast zu beiden Entscheidungen, als Süßschiedere für sich selber, und es gibt kein Pension Alimentaire. Wenn also nur eben in zwei Partner aus Schweden ein Urteil kriegt, wie Herr Redinger doch mit anderen Ländern als Beispiel genannt wird, mit dann als Hai eng, wenn in den zwei Parteien kriegt kein Pension Alimentaire, auch wenn nur unsere Kriterien durchaus nach berechtigt gewischt werden, für einen zu kriegen. Und es kommen auch Probleme dabei, zum Beispiel ganz unterschiedliche Regelungen über Teicht und Türe von einer Pension Alimentaire. An der Belsch zum Beispiel, wenn sie dort 3 Jahre besteht, da kann ich noch neben 3 Jahre eine Pension Alimentaire kriegen. Das ist ein von vielen Beispielen. An anderen Ländern als Pension Alimentaire zum Beispiel gebunden und den Alter von den Kanner. Je Pension Alimentaire von komplett bis nicht geregelt an Europa geht alles. Von der Lo ein ausländisches Urteil da mitbringen, da stellt sich natürlich vor, als das überhaupt mit Eisen gewünscht und Eisen Überzeugung hier im Land kompatibel, dass ihn entweder nicht kriegt oder an Eisen an viel zu viel kriegt, mit der das, die macht dotieren eigentlich ab für ein ganz großes Panoplie und verschiedene Möglichkeiten, von denen der ein Teil Eisenvorstellungen gewünscht, den Eisen wissen wir an unserer Gesellschaft entsprechen, an einem großen Teil von anderen Sachen, dem aber auch gut nicht entsprechen. Wenn in den Vorstoß von den engen EU-Mitgliedsländern durch in Lützeburg noch weiterdenkt, da könnte das Problem dabei nämlich stehen, dass an vielen Ländern Gerichte korrupt sind, respektive Beamte sind, die dezidieren, wie zum Beispiel ein Droit de Garde oder ein Pension Alimentaire soll kriegen. Oder auch, wird in Herr Reding auch schon vollkommen zu Recht gesagt, hat, wir wissen, einfach steht auch in den Zeitungen, hier im Land auch, und noch überall, dass es eine ganze Reihe von den Ländern, noch Länder, die nur bei der Initiative, die den Herr Frieden durch Matten unterstützt, mitmachen, die ganz einfach korrupt sind, aber wo man dann, aber auch in einer Situation wäre, wo man ein Urteil heute zu Lützeburg müssten direkt applizieren, ohne Kontrollmöglichkeiten, von dem wir aber nicht wissen, also das Kauf, oder als es, wie als das überhaupt fand, ging das Urteil. Und das ist mir ein Qualitätsproblem mit den Urteilen, die man von außen kriegen. Sie wird das mal kein Gericht da sind, die Urteile holen. Sie wird das Gericht da sind, an dem man überhaupt kein Vertrauen können holen. Auf jeden Fall nicht, wenn man verantwortungsvoll gehen, die wir also Leute, wollen vorgehen. Also ich ging so, dass der sichere Weh hier bestimmt nicht den aus vom Herr Frieden. Weil, so groß wie sein Vertrauen an die ausländische Jurisdiktion in Ass oder einer Instanz, das heißt, bestimmt nicht. Da der und ihre Partner für die Wahlen der HGL plädieren auf jeden Fall dafür, dass ausländische Urteile auch an Zukunft hier im Land müssen kontrolliert können gehen, ihr sie appliziert gehen. Für uns Leute ganz einfach für ein ausländisches Gerichtssystem zu schützen. Und es gibt aber weiter Fragen, die sich muss stellen. Wir fragen uns, wie wäre das dann, weil du automatisch ausländische Gerichte da kompetent wären und nicht kontrolliert? Wie ist zum Beispiel mit der administrativen Zusammenarbeit? Wie ist es mit dem Bankgeheimnis, mit dem Steuergeheimnis? Wie ist es mit der Offenlegung von Familienverhältnissen und Abkommensverhältnissen, weil du irgendein für ein irgendein ausländisches Gericht zitiert wird? Müssen Banken eventuell Konten ablehnen von Leuten? Wo hält es ab? Wo bleibt eine Souveränität auch im Bereich von der finanziellen Diskretion, die aber heute noch existiert, wenn du ausländisch Gerichte, du können am Kader von einer Schädigungs- oder Inhaltsfroh, du eventuell, du können eng administrativ zusammenarbeiten bei uns, Frohen, die man gewöhnlich nicht gingen gehen. Alles dazu Frohen, ob die ADR an RHL gerne eine Antwort hätte. Wir hätten gerne eine demokratische Transparenz. Wir wollen Europa Mathebürger, nicht Gegenbürger. Aber wir wollen nicht, dass hier Situationen kommen, die Europa kritische Stimmung nach könnten dann noch verstärken. Dadurch, dass Lutz zum Beispiel irgendein ausländisches Gerichtsurteil hier ohne Kontrolle will verstärken, unerkannt muss gehen, hier Lützeburg hier bien vielleicht konfiskiert kriegen, Saisien und Payen gemacht kriegen aufgrund von ausländischen Urteilen, die hier nicht dafür noch vorgestellt gehen. Und ich meine nicht, dass das Schritt wären, die gegen die Europa-Begeisterung von der Lützeburg noch weiter erheben, wird mal so auszudrücken. Das heißt, die Leute, die wollen Europa vorbringen, sollen sich nicht Bereiche aussichern, die so sensibel sind, so kritisch sind,
Für den Doen, ich meine, das ist falsch gewählten Terrain, für nur 40 Jahre an der europapolitischen Konstruktion, weil ganz viele Familien betroffen sind. Ganz viele Familien sind betroffen, mit ganz vielen binationalen Koppeln hier am Land, ganz viele internationale Schädungen. Und wir hätten also ganz viele ausländische Decisionen, die so unkontrolliert gegen hier am Land durchgesetzt gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das relativ viel Unruhe kennt am Land kreieren. Für DDR ist das Beispiel Südverfalle weiterer Beweis für die undemokratische Manier, nur der Europa hier handelt. Und es werft einfach auch froh ab, was wir in Europa mal wollen. Will man Europa, was total harmonisiert, alle Regeln, alle zivilrechtliche Regeln, da kommt der Schwätzen auf von den Successionen, von der Reserve Hereditär, wovon danach, wir können auch noch von der Servitude schwätzen, wie nur der Wenheckstunde, auch das können wir harmonisieren in Europa. Das ist die fundamentale Frage, wollen wir so in Europa? Aber wann in das gefüllt, ich persönlich will das nicht mehr, wann in das gefüllt, da könnten die Regeln ja immer nicht mehr ausgeschafft, die von demokratisch gewählten Volksvertretern, das ist ja die Basis von unserer Demokratie, und nicht von einem Minister ohne Mandat, den ohne Chamber zu fragen, einfach sagt, wir machen das dort nicht. Und das heute weiß, dass so viele Gag gemacht haben den Iren. Weil du am Wahlkampf gesucht gehst, also über das Referendum, guck dir mal, da sind Leute, die argumentieren, Dorftreibung, die an Irland verboten ist, die müssen durch Europa legalisiert gehen. Was sind das doch Idioten, die auch nicht verstehen? Na, das hat Beweis, dass die Leute Recht hätten. Wenn wir Familienrecht harmonisieren, dann harmonisieren wir natürlich auch Strafrecht, dann natürlich harmonisieren wir auch ein Erwartungsrecht. An derselben der Logik. Und dann nee, sind wir nicht von gewählten Parlamenten, sondern an irgendwelchen Breisler Stufen. Und das ist der dritte ganz klar. Partei geschieht. Ganz klar. Dann Herr mit dem Vierstoß vom Luc Frieden ein parlamentarisch Zwitt gehen, wir haben gefroht, dass den Herr Frieden an die zuständige Chamberkommission invitiert wird, für die Arbeit frohen, die wir hier gestaltet haben, an der Europäischen Pressekonferenz Ugangs August, für die Europa Antworten zu gehen. Und immer das immer um Ende von dieser Emission auch kommen. Ich hoffe, die neue Formel wird euch ein bisschen gefallen. Für weitere Informationen, respektive auch Pressekonferenz integral, wenn die will gucken, alles dort als zu finden auf www.adr.lu. Ich sage euch merci für das Nachgucken. Merci an bis die Anna Keier.